Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 9. Qualitätsnetzwerkkonferenz in Wien, ich freue mich schon bald auf das Kennenlernen und das Treffen. Ich darf hier einen Vortrag halten zum Thema Feedback und soll vorab kurz auch mitteilen, warum dieses Thema so bedeutsam und so wichtig ist. Ein einfacher Grund ist, wenn man sich mal in die Statistik und in die Forschungslandschaft umsieht, wird man schnell feststellen, dass Feedback einer der Faktoren ist, der zum einen am meisten erforscht worden ist, wenn man das HETI-Ranking nimmt, auf das ich auch Bezug nehmen werde, der Faktor, der am drittmeisten Meta-Analysen aufweist. Und zum zweiten kann man dabei auch feststellen, dass Feedback einer der Faktoren ist, der über die Jahre hinweg einer der größten und positivsten Effekte auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern hat. Insofern ist sicherlich begründet, dass Feedback ein sehr bedeutsamer Faktor ist, den es sich lohnt, näher anzuschauen. Was ist lernwirksames Feedback? Feedback ist, obschon es ein durchaus wirksamer Faktor ist, auch differenziert zu betrachten. Es gilt nahezu für alle Faktoren aus der HETI-Studie. Und wir können im Kontext von Feedback vielleicht etwas pointiert sagen, dass Feedback nicht gleich Feedback ist, sondern es gibt auch qualitativ durchaus Unterschiede, die berücksichtigt werden können. Und dass beispielsweise ein Mehr an Feedback nicht automatisch zu einer besseren Lernleistung von Schülerinnen und Schülern führt. Ein erster Blick darauf weist zum Beispiel schon mal nach, dass es lohnt, Feedback-Arten zu unterscheiden, nämlich das Feedback, das Lehrpersonen Lernenden geben und das Feedback, das denn die Lernenden der Lehrperson geben. Und hier kann man schon mal feststellen, dass das Feedback, über das wir häufig sprechen, nämlich das Feedback von der Lehrperson zu den Lernenden, eigentlich gar nicht das ist, das so entscheidend für den Lernerfolg ist, sondern viel wichtiger das Feedback, das von den Lernenden zur Lehrperson geht. Das ist eine erste wichtige Kenntnis und darauf aufbauen kann man nun diese beiden Feedback-Arten sich genauer nochmal anschauen, um die Frage nach der Wirksamkeit, nach der Lernwirksamkeit dieses Feedbacks beantworten. Vielleicht ganz kurz, wenn ich auf das Feedback von der Lehrperson zu den Lernenden schaue, dann wissen wir aus der Forschung, dass Feedback auf der Ebene der Aufgabe, das wir häufig eben nicht entscheidend ist, viel wichtiges Feedback auf der Ebene der Selbstregulation, also dass die den Lernenden klar machen, was sind seine nächsten Schritte. Und im Hinblick auf das Feedback von den Lernenden zur Lehrperson wissen wir beispielsweise, dass ein Feedback, das nah an den Zieldimensionen dran ist, dass vernünftige Feedback-Fragen benutzt, die Lernenden beantworten können, wirksam sind, wohingegen Fragen, die Qualitätskriterien der Wissenschaftlichkeit nicht erfüllen, relativ bedeutungslos sind und manchmal sogar in die Irre führen können. Alles zusammen zeigt sich also, dass Feedback nicht gleich Feedback ist, sondern es durchaus gewisse Aspekte zu berücksichtigen gilt, damit Feedback ein lernwirksames Feedback ist, also ein Feedback, das vor allem den Lernenden in einer besonderen Art und Weise in ihrem Lernprozess zugutekommt. Die Frage, ob Feedback ein Hype letztendlich darstellt, glaube ich, kann man verneinen. Wenn man sich die Forschungsliteratur der letzten 30, 40 Jahre anschaut, wird man feststellen, Feedback ist ein Thema, das immer wieder vorgekommen ist, mal stärker, mal weniger. Es ist sicherlich ein Verdienst der HETI-Studie, diesen Faktor noch in einer besonderen Art und Weise ins Zentrum gerückt zu haben. Aus meiner Sicht hat er viel Potenzial, weil mit Feedback ja nicht nur eine Technik verbunden ist, wie vielleicht mit anderen Faktoren, auch nicht eine bloße Strukturmaßnahme, sondern Feedback erfordert von der Lehrperson eben nicht nur das Wissen und Können in einem bestimmten Bereich, nämlich Feedback sich einzuholen oder Feedback zu geben, sondern erfordert im Kern eine gewisse Haltung. HETI nennt diesen Aspekt der Mindframe, also eine gewisse Überzeugung, eine gewisse Wertung, eine gewisse Einstellung, die notwendig ist, um erfolgreiches Feedback im Unterricht implementieren zu können. Und damit ist Feedback im Kern von Professionalität anzusiedeln. Denn wenn ich die richtigen Überzeugungen mitbringe, die richtigen Haltungen habe, dass ich sage, Feedback ist mir wichtig, der Dialog mit den Lernenden ist mir wichtig. Mir ist wichtig festzustellen, ob ich die Herausforderung setze. Mir ist wichtig festzustellen, ob eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung besteht. Dann zeigt sich, dass vor Feedback im Unterricht eine gewisse Grundüberzeugung, eine gewisse Art und Weise des Denkens notwendig ist, die sehr viel mit Professionalisierung zu tun hat. Von daher glaube ich, ist es durchaus gerechtfertigt zu sagen, dass mit einem richtigen Verständnis von Feedback ein Schlüssel hin zu einer grundlegenden Veränderung von Unterricht zu sehen ist.
Und deswegen würde ich sagen, nein, es ist nicht ein Hype. Feedback ist ein sehr zentraler Baustein einer Professionalisierung. Und wie vieles, was von grundlegender Bedeutung ist, ist es notwendig, sich immer und immer wieder über Feedback Gedanken machen, zu reflektieren, sich in Frage zu stellen, neue Wege zu gehen, sodass man mit diesem Prozess eigentlich nie abgeschlossen ist. Und damit zeigt Feedback auch auf ein grundlegendes Merkmal von Lehrerprofessionalisierung, nämlich eines lebenslangen Lernens, gerade im Lehrerberuf, was ja sehr wichtig und zentral ist.